Wir sind heute bei der Gasteiner Bergbahn, bei der Goldbergbahn in Sparkastein-Harin von der Bergrettung Bockastein aus. Und wir machen im Hintergrund, sieht man es, die alljährliche Gondelbergerübung. Einmal machen wir es auf der Stubnerkugelbahn. Heuer haben wir uns für Sportgasteine entschieden. Wir sind dabei, dass wir das ganze Bergesystem auf ein zentrales Bergesystem umstellen. Es wird dann im ganzen Bereich Gasteiner Bergbahnen das gleiche Bergesystem für alle Lifte verwendet. Das wird das voraussichtlich das IMOS-Gerät werden, Selbstfahrergerät, wo man keinen Rückhaltemann mehr braucht. Und eben für alle Lifte und alle Anlagen das gleiche System ist ein Riesenvorteil, wenn die ganzen Bergrettungen im Tal und alle Bergbahnen und alle Liftmitarbeiter eigentlich aufs gleiche Gerät eingeschult sind. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher und übersichtlicher. Eine Bergung werden wir sicher nicht beim schönsten Wetter haben, wenn ich gute Lichtverhältnisse habe, gell? Und wenn es vielleicht gut warm ist, dass ich mit der kurzen Hose und mit dem kurzen Leiberl arbeiten kann. Sondern wir werden so eine Bergung haben, das wahrscheinlich kommt, genau, wenn es kalt ist, wenn es finster ist, wenn es nass ist und wenn ich nichts sehe. Das heißt, wir haben uns auch im Stubner draußen ganz genau überlegt, welche Punkte, dass wir als Anschlagpunkte nehmen, dass die vielleicht für uns alle gleich sind. Ich mache, dass ich mit dem kurzen Arm meine Selbstsicherung am Gehänge vornehme. Das möchte ich euch jetzt lernen. Wir kommen von der Seite her und da haben wir einen kurzen Ast und einen langen Ast. Ja? Und den kurzen Ast, das geht sich von der Länge her total gut aus, dass ich den da unten am Gehänge fixiere. Ja? Aufpassen müsst ihr bitte auf die Gurte, der Anschlagpunkt ist jetzt leicht versetzt, ist leicht auf der linken Seite. Aber ich habe den Vorteil, wenn ich aussteige, dass ich von der Seite gut das Gehänge überklappen kann. Ja? Und dass ich da eigentlich gleich gesichert am Kabinendach am Gehänge bin. Okay? Danke sehr. Wir kommen ja so zur Bahn hin, dass das Bergegerät selber, das heißt der Bügel, der ist ja unten und unser Ruhigniss hängen wir da heroben an der Achse. Ja? So ist der Vorbau gleich wie am Stück von Kugel, das heißt, so wird unser Ruhigniss befestigt. So, warum sage ich euch das so genau? Die Achsen, die da heroben ist, ist gleichzeitig jetzt die Achsen, mit der wir unser Rückhalteseil umlegen. Das heißt, wenn wir das Seilfahrgerät auf die Talseite überglaubt haben, lassen wir bitte das weiße Rückhalteseil da über die Achsen drüber laufen. Ja? Und da stellen wir uns nachher auf der Bergseite von der Gondel genau unterhalb von der Kabine in die Flucht hin und halten das Seil zurück. Ein Bergetrupp für eine Gondelbergung besteht aus drei Leuten. Den Berger an sich, der was oben an der Gondelkabine arbeitet. Dann einen Rückhaltemann, der was ihm das Abgleiten zu der Gondel von der Stütze ermöglicht. Sowie ein Bodenpersonal, der was dann die geborgene Person in Empfang nimmt und die Administration am Boden erledigt. So. In der Position fahre ich jetzt runter. Die Kabinentüre aufmachen. Ich steige die Gondel ein. Ja, bitte ablassen. Und ihr seht schon von den Längen her, der lange Ast ist da heroben und ich bin allweg gesichert. Ja? So, jetzt übernehme ich meinen Vorgast. Macht man bitte so, dass wir zuerst die Schlaufen für die Hände übernehmen. Ja, ich bin der Walter Manfred und ich bin jetzt schon an die 50 Jahre bei der Bergrettung in Bockastein. Bitte auf Zug. Ja. Du? Ja. Und jetzt müsst ihr bitte aufpassen. Wir drücken jetzt unseren Vorgast vom Kabinendach weg. Und da ist das Wegdrücken vom, vom Kabinenboden so wichtig. Weil, wenn wir unterhalb von der Achse sind, ist die Gefahr, dass unser Vorgast mit dem Kopf auf den Boden von der Kabine anschaut. Und wir müssen ihn einfach wegdrücken. Und der große Vorteil, wenn wir da heraus im Blick sind, die können in der Gondel bewegen und die kommen im Eingang von der Gondel bewegen. Und dass der Vorgast wirklich auf diesen Bügel da drauf sitzt. Also der hupft dann nach so oben und hat das dann da oben gleich beim Stubnerkugel, glaube ich, brauche ich nicht dazu. Okay. Okay, dann Besonderheit noch einmal. Da haben wir recht lang jetzt
diskutiert haben. Gell? Wir haben am Stubnerkogel, wenn Sie sich erinnern, immer jede zweite Gondel bzw. jede dritte Gondel sogar. Das Rückhalte sein Ozon. Das darf man im Nassfall ja bitte nicht. Für diese Aufgaben ist unbedingte Konzentration erforderlich. Man muss immer schauen, dass man selbstsichert ist. Der, was am Klettersteig schon mal gegangen ist, der weiß, man hat zwei verschiedene Anseilpunkte. Einer davon muss immer am Kabinendach bzw. am Gehänge befestigt sein. Die Kommunikation läuft nur von oben nach unten, sprich der Retter auf der Gondel oben ist der Chef. Was der sagt, das biegt. Und heute bei der Übung haben wir halt ein paar Beobachter dabei, die was den sicheren Ablauf dokumentieren und eben mitverfolgen.